ich habe ihn gefunden! Pass auf! Ein Erdrutsch! Was wir machen jetzt? Augenblick mal. Ich rieche irgendetwas. Noch mehr Bodenkrobler? Nein, Petris Mama. Vielleicht kann ich sie mit meiner Nase aufspüren. Nein, nicht. Lasst uns sein. Lasst unsere Mama zufrieden. Leute, das Ganze in Ordnung. Chomper, mein Freund, er sie retten will. Seht ihr? Was macht er da? Er ist Modderpampe. Aber warum? Hat er Hunger? Hat der scharfe Zähne? Das sieht gefährlich aus. Oh nein, Mami! Er wird sie auffuttern! Mir geht's bestens. Aber der arme Chomper musste sehr viel Modder schlucken, um mich zu retten. Das geht schon klar. Der Modder ist eklig. Aber da drin zappeln ein paar leckere Bodenkrabbler herum. Wie geht's? Du vielleicht komisches Geschmack, Chomper, aber du ganz großes Held. Danke, dass du unsere Mama gerettet hast, Chomper. Ja! Vielen Dank. Meine Geschwister völlig recht. Das ist sehr schön, wenn man hat guten Freund. Fall nicht runter, Ducky. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich bin klein. Und was hat er jetzt gesagt? Er will mir nicht glauben, dass wir Freunde sind. Oh. Komisch, aber ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Wenn wir ihm helfen, dann frisst er uns sofort auf. Er ist ein Schafzahn. Das machen die ebenso. Du bist auch ein Schafzahn. Und du machst das nicht. Oh, seine Schmerzen sind stärker geworden. Naja, es liegen ja auch Steine auf seinem Schwanz.
bald kommt die Nacht. Der Schafzahn hat uns ausgelacht. Der bleibt die ganze Nacht lang wach. Du musst nicht traurig sein. Die Freunde werden uns befreien. Bleib dicht bei mir, ich sage dir, wer Freunde hat, ist nie allein. Wir sind nicht allein. Tut mir leid, dass du solche Schmerzen hast. Aber es tut mir nicht leid, dass du nicht an uns rankommst, um uns zu fressen. Nein, nein, nein. Er hat gesagt, ich bin zu klein. Und damit hat er recht. Wenn er loskommt, bin ich zu klein, um uns zu beschützen. Ich kann uns nicht von hier wegbringen. Genau, ich bin für alles zu klein. Du bist traurig, weil du klein bist. Aber in dir drin bist du doch groß. Jumper, du hast es tatsächlich geschafft, dass ich mich mit dir sicher fühle. Das hast du, das hast du. Hey! Alles in Ordnung mit euch? Irgendwie schon. Oh, hinter euch sind Kralle! Kralle! Keine Sorge, Kralle tut uns nichts. Sollte sich dieser Schafzahn verändert haben? Er kommt nicht an uns ran. Er hängt fest. Wir bleiben weg, nur vorsichtshalber. Wir werden euch da runterholen. Auch nur vorsichtshalber. Der ist super, Spike. Geht beiseite, Freunde! Es funktioniert! Baum macht Brücke für uns! Ja! Jetzt habt ihr gerade gezeigt, wer hier groß ist! Unsere Freunde sind zwar kleiner als Rotklaue, aber sie helfen uns immer, weil sie innen drin ganz groß sind. Wenn wir an einem anderen Ort zusammen wären, zum Beispiel zu Hause. Auch näher? Versteckt euch!
Ja, ich bin sicher, dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Nichts als Grünfutter. Chomper, setz dich zu uns. Kommt, Kinder, ich möchte nicht, dass ihr mit einem Schafzahn spielt. Vielleicht sollte ich doch ins geheimnisvolle Jenseits zurückkehren. Hier will mich ja niemand haben. Oh, nein, nein, nein! Im geheimnisvollen Jenseits bist du nicht sicher, Chomper. Da gibt es lauter böse Schafzähne. Wie Rotklaue. Ja, ich weiß, aber ich bin ja auch ein Schafzahn. Ja, aber du bist ein netter Schafzahn. Und du bist unser Freund. Du bringst uns Sachen bei, die du weißt. Wie heute. Du hast Spike beigebracht, seine Schnüffelnase zu benutzen. Ja, da hast du recht. Du bist ein sehr guter Lehrer, Chomper. Doch, das bist du, das bist du. Hey, wenn ich Spike beibringen kann, seine Schnüffelnase zu benutzen, vielleicht kann ich dann den Schafzähnen auch beibringen, nett zu sein. Oh, ich glaube nicht, dass du... Danke für die tolle Idee, Ducky. Du hast wirklich was drauf. Hab ich? Oh, danke, Spikey. Wenn ich die Schafzähne dazu bringe, Freunde zu sein, dann ist das geheimnisvolle Jenseits genauso schön wie das große Tal. Ich dachte, ich würde schneller einen Schafzahn treffen. Was soll's? Dann suche ich mir eben morgen einen Schafzahn. Jetzt mach ich erst mal ein Nickerchen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass hier jemand wohnt. Aber vielleicht können wir ja Freunde sein. Ihr sprecht Schafzahnisch. Ich glaube nicht, dass wir ihn finden werden. Na, vielleicht deshalb, weil Matschepampepfuhl geheim sind. Keine Sorge, Chomper wird uns schon dahin führen. Hä?
machen. Bist du dir ganz sicher? Tria da hingeging? Das sagt mir meine Schnüffelnase. Dann gehen wir auch da rein. Das ist aber komischer Ort für Entspannung. Also ich könnte mich hier niemals entspannen. Nein, nein, nein. Ach, was soll's, ist halb so wild. Autsch, irgendwas Petrige beißt. Ach du Digga, Dino, ein Zoom-Stechling. Ich glaub nicht, dass der gut schmeckt, Chomper. Ja. Schön scharf. Sieht aus, als hättest du dem Stechling Angst eingejagt. Oh nein, er kommt wieder zurück. Und er hat alle seine Freunde mitgebracht. Weg! Das ist ja sowas von langweilig. Dabei könnte ich jetzt mit den anderen Spaß haben. Zum Stechlinge uns nicht erfolgt. Dann sind wir in Sicherheit. Das Gerippe gesehen. Es hatte keine Zähne mehr. Keine Sorge, Chomper. Du hast ja noch deinen Zahn. Vielleicht kann Ruby dir helfen, ihn wieder festzumachen. Aber nicht, wenn wir sie nicht finden. Meine Schnüffelnase hat uns in die Höhle geführt. Oh nein, vielleicht fällt ja meine Nase als nächstes ab. Oh. Hey, warum habe ich da nicht schon früher dran gedacht? Klettern wir auf den Ausguckfelsen. Großvater hat gesagt, von da oben kann man das ganze große Tal sehen. Wir haben fast geschafft, wir haben fast geschafft! Chomper, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Chomper! Puh, das war knapp. Nicht passiert. Oh nein, mein Zahn! Nein, Chomper, nicht! Du willst doch nicht runterfallen, das würde ganz doll wehtun. Du
bist der Beste. Du bist mitten durch den Himmelsschaum geflogen, Petri. Wie mutig. Ich? Mutig? Ja, mutig und tapfer. Manchmal ich Angst vor mich. Seht mal, der Macho-Pampe fuhr gleich hinter dem dunklen Sumpf. Das leicht gefindet. Wir müssen den gefährlichen Schafzahn aus dem großen Tal verjagen! Auf ihn! Wir müssen Jumper retten! Aber wir können die Herde nicht stoppen! Oh nein, nein, nein! Wir müssen es versuchen. Flieg hoch und halt Ausschau, wo sie hinlaufen. Oh, oh. Da, er rennt weg. So, jetzt haben wir ihn. Schnappt ihn euch! Nah bei die große Steinwand. Gut, dann nichts wie hin. Der Schafzahn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ein Schafzahn? Das ist ja noch nie. Er ist ein Schafzahn. Wen interessiert, ob er spricht? Er muss ja weg. Uns bleibt nichts anderes übrig. Älteste! Warte! Jumper ist unser Freund. Er lebt hier. Er könnte nie jemandem wehtun. Aber er hat euch doch gejagt. Ihr habt um Hilfe gerufen. Sie wollten mir nur zeigen, dass Reds Geschichten bloß Märchen sind. Was soll denn das bedeuten? Er hat erzählt, dass er seine Herde vor vielen Schafzähnen gerettet hat, bevor wir ihn getroffen haben. Oh. Red, komm mal her. Oh. Ja? Hast du diesen Kindern etwa Flunkergeschichten erzählt? Ist schon gut, Red. Ja, das hab ich. Tut mir leid. Hört mal, das ist eine ernste Angelegenheit. Seht ihr, was passiert, wenn ihr euch gegenseitig reinlegt? Ja. Ist schon klar. Für euch war das vielleicht ein Scherz, aber ein Schafzahnangriff ist alles andere als lustig. Es tut uns allen wirklich sehr leid, Älteste.
Und was dich betrifft... Ja? Ich weiß nicht, wie du so viele Freunde hier im großen Tal finden konntest. Aber es ist eine gute Sache. Langhälse, mir nach! Jetzt können wir spielen. Ja, das können wir, Japp-Japp. Mir nicht, wenn wir Fangen spielen. Also, ich bin fix und fertig. Hey, Red. Wollen wir Fangen spielen? Aber alle meine Abenteuer waren doch erfunden. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Abenteuer erleben können. Na komm schon, Red. Worauf wartest du noch? Oh, ihr seid wirklich die Schärfsten. Alles klar, Spikey. Du bist dran.